24 cm. Ich muss echt vorsichtig sein noch. Momentan. Nein, den kann ich noch nicht. Oh, da waren jetzt... Ah, jetzt kann ich schon ein paar größere futtern. Das ist natürlich gut. Ah, jetzt ist es Schlemmerbuffet eröffnet. Jetzt ist es scheißegal. Jetzt kann ich mich hier durchfuttern. Jawohl. Es wird erstmal der Meeresboden gereinigt. Das Seetang, wissen wir ja, bringt auch eine ganze Masse. Hoppa! So, den waren wir jetzt, ne? Loch Ness. Da bin ich immer gespannt. Ah, Nessies! Nessie! Ach, Hubschrauber kann ich also schon. Ach so, das. Das. Und. Ach, ich muss die arme Nessie essen. Hab ich jetzt Nessie gegessen? Och, nö! Jetzt gibt's Nessie nicht mehr. Jetzt wissen wir, was mit Nessie passiert ist. Der böse Goldfisch hat sie gegessen. Coconut Fire. Ach du Schande. Oh mein Gott. Nein, das ist doch nicht euer Ernst. Das brennt hier? Oh Gott, wie soll ich denn das richtig timen? Gott, das kriege ich doch niemals getimed. Fast. Ach du Schande. Das war... Ach nee, ich... Das gibt mir zumindest von meiner Anfangsgröße nichts weg. Aber ich denke mal, wenn ich dann eine Kokosnuss habe. Ah. Und jetzt. Jetzt hier reinspringe. Ah, nee. Warte mal. Okay, jetzt zieht's mir ab. Hm, Mann. Ey, das ist doch... Oh nö, das macht keinen Spaß dann. Hab ich die jetzt? Ja, die hab ich jetzt. Vor allem... Ich weiß nicht, wie man das timen soll. Das ist manchmal Zufall. Hm. Nee, da hab ich... Das macht gerade keinen Spaß. Great White... Okay.
so, der hat, ich muss... Ah, ich muss also den Meeresboden auf... gucken. Dass ich ihn sozusagen auffuttere, bevor er mich auffuttert. Mist, ist nur noch... Das ist natürlich... Kann ich ihn schon? Nö, auch das macht auch keinen Spaß. Da, wo man nicht Gewinn machen kann, macht mir dann keinen Spaß. Das ist diese Level Select, also den hier. Probieren wir jetzt mal den One. Mist. Ich habe nichts mehr zum Futtern. Den Fatty kann ich noch nicht futtern. Retry. Ey! Fatty! Das ist meine! Mal gucken, ob es geholfen hat. Nein. Ich muss vor Fatty alles aufessen. Restart. Und Fatty, nein. Fatty ist einfach zu schnell für mich. Ich krieg den auch nicht weg. Retry. Und kriege ich ihn? Nein. So, jetzt, aber ich glaube, jetzt hat er nichts gefuttert. Jawoll! Ha, ich hab ihn! Yeah! Das nennt man doch mal wieder Erfolg. Zwei von denen. Ich glaube, das sieht dann für mich eher schlecht aus. Ah! Mist. Mist. Mist, ich kann mich nur um eine Richtung kümmern. Das ist das Problem. Nee, dann probieren wir nochmal das hier. So long. Die tun mir weh. Aber diese, wenn ich sie denn bekomme... Die kann ich essen. Also wenn ich sie bekomme. Ich bin in diesen Flugleveln. Bin ich absolut kein Profi. Wie ihr sicher schon mitbekommen habt. Ne, die großen Wale und so weiter.
Ah, jetzt kann ich die Robben auch... Nein! Ah, sehr schön. Beluga-Wale. Und kriege ich schon die Orcas, die Frivillis? Ah. Das ist auch die Free Willys. Und nu? Shit. Ich hab nicht genug während des Fluges erhascht. Oh, das ist ja fies. Also gibt es dann auch keine Möglichkeit mehr, wenn man nicht genug bekommt, dann noch im Wasser größer zu werden. Es gibt die ein paar, die mit dir runterklatschen. Also so möglichst schon im Flug versuchen. Dinger zu bekommen. Ah. Mist. Seerob verpasst. Nee. Die großen Quale gehen noch nicht. Mist, ich muss die aber gleich machen, sonst... Ich bin gleich unten. Ah, jetzt. Oh nee. Och man, schon wieder. Ah, doch, gerade so geschafft. Huh, knapp. So, hier war ich jetzt dann... Skullhop. Skullhoop. Push the skull through the... Ach, jetzt bin ich dann Nano-High. Vor allem, da ist nicht so schön wie der Ball. Der Ball, der blieb wenigstens oben, aber der hier, das sinkt ja immer wieder. Ugh. Toll. Ach, das ist wieder unspannend. Nee. Skullhoop, was haben wir? Sliding Growth. Okay, jetzt... Ram, nam, 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 nam. Umdrehen kann ich mich nicht. Ich kann nur langsamer werden. Aber der Pinguin, der... Aber ich müsste ja beim nächsten Mal den Pinguin bekommen. Hoffe ich mal. Aber das Level macht wieder Spaß. Aber ich muss noch ein bisschen wachsen, um dann die hier zu bekommen. Aber das ist eigentlich nur runter. Ich kann ein bisschen verlangsamen, wenn ich die Maus gedrückt halte und nach oben gehe. Sozusagen. Dann kann ich ihn etwas verlangsamen. Ah, Pottwale, aber erstmal Beluga-Wale. Sind erstmal noch auf der Speisekarte. Wie groß bin ich denn schon? 17,2 Meter. Müsste doch bald soweit sein, dass wenn jetzt noch ein Beluga kommt, jawohl, dann kriege ich die Belugas und ich werde immer schneller. Aber eigentlich ist es keine große Herausforderung jetzt. Dann braucht man gar nichts weitermachen. Kann sich zurücklehnen und ganz entspannt den jetzt einfach hier runterrutschen lassen. Mehr braucht man da gar nicht zu machen. Oh yeah.
Oh, bei dem war ich jetzt, dann machen wir hier mal noch Sliding Crew. Ach nee, da war ich doch gerade, Sliding Crates. So nochmal dasselbe. Ah nee, nicht ganz. Ein bisschen anders gehalten. Mist. Die hätte ich wahrscheinlich schon essen können. Das war jetzt nicht ganz so praktisch. Ah, jetzt kann ich endlich die Pinguine auch futtern. Kisten. Pinguine, oh yeah. Ja, das waren dann die Bonuslevel in Paso. Haben mir jetzt nicht so wirklich Spaß gemacht, aber ich hoffe im Großen und Ganzen hat euch das Spiel Spaß gemacht. Mir sehr. Am Ende war ich etwas überrascht, dass dafür einmal die ganze Welt gefuttert hat. Auf jeden Fall, man kann ja auch hier ein Two-Player-Match irgendwie veranstalten. Okay, und... Ah, jetzt... Jetzt muss ich parallel... Ach du Schande! Okay, aber das können wir ja mal als Spaß machen. Aber ich glaube, unser Goldfisch, der bekommt ein bisschen mehr, weil ich den an der Maus habe. Ach so, der ist mitgekommen gerade und so. Ach, die futtern sich dann sozusagen beide parallel durch. Die werden beide gleichzeitig groß. Kann ich mit beiden gleichzeitig futtern? Das ist ja lustig. Aber ich... Nee, der Delfin ist nicht ganz so. Irgendwie... Die Steuerung ist natürlich noch ein bisschen hakelig, weil ich im Prinzip beide gleichzeitig steuern muss. Und, das ist... Okay, der Delfin ist... Es zählt beides. Two-Player. Wir probieren mal die Bonus-Sachen, die ich jetzt... Okay, da müssen beide überleben. Ah, das ist natürlich... Ich lass mal den einfach, den hier... Okay. Gut! Da, ich wollte einfach nochmal wissen, was dann passiert, wie man das macht. Na, auf jeden Fall, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch genauso Spaß gemacht. Das waren hier nochmal so ein paar kleine Extras zum Schluss. Und ich verabschiede mich und sage, ciao, ciao!